Ich häng fest. Wieso? Komm nicht durch. Nicht so viel Abstand. Warum nicht? Komm, das reicht. Wir stellen jetzt noch ein Schild auf und dann ist es in Ordnung. Richtig. Die haben die gesamten, auch noch mal Wasser. Zack. Den Anfang weiß ich ja so ungefähr. Aber dann haben die gesamten Markierungen entfernt. Da hängt ja schon ein Schild. Sehr schön hier, okay. Reicht das? Nee. Hat jemand ein Schild dabei? Nee, gerade nicht. Tut mir leid. Konnte ich auch nicht mit dienen. Ich hätte einen Schalter dabei. Ah, super. Ein Schild hängt da ja. Kannst ja abmachen und neu bestellen. Nee, ich mache eben eine Crafting-Box, kein Problem. Dann stelle ich mir ein neues Schild her. So. Meine. Ah, hier ist noch ein Platz, da kann man hinstellen. So. Trolls bei. Crabs One. Punkt. Crabs One. Nein. Herr Blaze. So ganz eiskalt aus dem Hintergrund. Nein. Exterior. Ich find's, Alter, ich find das richtig assig. So, fertig. Dass die den, die ganzen Markierungen weggemacht haben. Die drei Namen reichen doch, oder? Nein, du fehlst, mein Lieber. Wenn schon, dann schon. Du passt du nicht mehr drauf. Du passt drauf. Hast noch ein zweites Schild. Und Brother. So. Mit liebe Grüße oder irgendwie sowas noch. Ja, das tut mir leid für meine Zuschauer. Ich kann nicht weiterbauen. Take Affe some meint, dass sie wegzumachen. Kisses and rebuild. So. Yay. Okay. Und nun? Sehr gut. Ja, und nun sind wir fertig mit dem Troll. Jetzt kann jeder wieder was anderes machen. Und was machen wir jetzt? Ich kann leider gar nichts machen. Was hab ich hier für einen Scheiß? Das ist ja echt scheiße. Wo sind? Hier, Blaze, kannst du haben. Bleh. Aber du hast Seelensand, der gute Seelensand. Nimm den mit! Nimm den mit! Lass meine schwarze Seele in Ruhe. Ah, Exilius. So, ich werde jetzt Exilius nochmal auf meinen Turm entführen, weil die wollte ja nie wieder da hochgehen, hat sie geschrieben. Ich hab's genau gesehen. Nee. Was ist denn hier mit dem Brunnen gemacht worden? Guck mal, da wurde was geklaut. Echt? Wieso? Wo denn? Ja, weil da hier die Hälfte fehlt. Echt? Wo denn? Jetzt nicht. Jetzt nimm. Ach, scheiße. Falsch getroffen. Egal. Also ich gehe meinen Goldschatz oben weiterbauen, denke ich. Ja, und ich mache dann auch bei mir mal langsam weiter. Nur muss ich erstmal gucken, dass ich was zu fressen kriege. Nur Krebs, weiß er nicht, was er macht, weil darf er nicht rauskommt. Von wem sind denn hier die Kühe und alles? To-do. Ob To-do was dagegen hat, dass ich eine Kuh mal eben... Ja. Ja, hat er? Keine Ahnung. Und apropos. So, und meine Abonnenten dürfen diesmal wieder mit mir auf große Reise gehen. Ich habe meine Koordinaten wieder gefunden für die Wüste. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Oh, jetzt hier. Fahrstuhl auf beim ersten Mal Versuch. Komm, es muss klappen, es muss klappen. Zieh. Zieh. Um. Yes. Fahrstuhl beim ersten Mal geklappt. Fahrstuhl? Wie Fahrstuhl? I'm so excited. Ich habe einen Fahrstuhl hoch auf meinen Turm. Echt? Wie soll das funktionieren? Schießt du davor? Ja. Pass auf, da ist ein Knopf unterhalb des Wassers. Da ist ein Knopf? Der muss von, wenn du davor stehst, auf der Treppe. Da ist ein Knopf rechts. Ach da! Genau, den musst du drücken und dann musst du dich so halb ins Wasser reinstellen und du musst versuchen, in der Mitte von den beiden Pistons immer zu bleiben. Auf der Fahrt nach oben. Wenn du das nicht schaffst, wenn du hängen bleibst, dann bitte nach rechts in den Fahrstuhl, weil dann fällst du runter ins Wasser. Das erste Mal, ja. Hier, die Pistons hier hochkommen. Ah, ich komme runter, ich falle! Verdammt! Und ich kann den aufpacken, ich komme nicht darüber! Oh, Glück gehabt! Alter! Ah ja. Pass auf, stell dich mal in die Mitte, ich drück den Knopf für dich. Hier? Nee, du musst dich was auf. Ach ja, da war ja was, ich hatte ja mal ein Pferd. Ich mach's dir mal einfacher, pass auf. Stell dich mal in die Mitte. Ich kann jetzt was. Nee, du musst nur halb auf dem Block stehen. Guck mal hoch, halb auf dem Block. Den hier. Ja, genau. So, und jetzt am besten guckst du die Wand an, dass du immer in der Mitte bleibst, zwischen den beiden Pistons. So, viel Spaß beim nach oben fahren.
Und, klappt's? Ja, bis dato schafft. Wenn du rausfällst, nach rechts in dem Aufzug, ne? Ah, ja. Was, bist du rausgefallen? Bam. Bam. Dum, dum, dum. Ich dachte, du wärst schon oben. Jetzt bist du auf dem Fahrstuhl draufgefallen. Ja, der genau. Hochkam. Nein. Ah. Ich hab meinen Seelensand wieder. Geil. Wie lange nehme ich schon auf? 20 Minuten. Na ja, gut, dann... Sind meine Gegenstände noch drin? Ja, hier liegt einiges rum, hier hinten. Dann habe ich das von dir aufgehoben und das hier. Und das hier. Und den Seelensand. Was hattest du noch dabei? Hier, die Blume war bestimmt auch von dir. Und die Blume. Die Blumen sind uninteressant, ich brauche meine Rüstung. Dann verabschiede mich an dieser Stelle. Ich kann ja eh nichts mehr machen. Na, du kannst mithelfen ausbauen. Was? Kannst du bei uns mithelfen zu bauen? Nee. Ich wollte bei dem Haus weiterbauen, aber quasi bei der kleinen Stadt, aber da kommst du nicht mehr hin. Weil du die Koordinaten nicht kennst oder was? Ja, gut, alles abgebaut. Guck doch mal auf der Overview-Map. Ja, ich weiß wohl, wo das ist, aber weißt du, das kannst du nicht machen. Dazu oberhalb herlaufen. Da bist ja, wäre ich ja irgendwie 4 Folgen lang unterwegs. Das sind ja irgendwie, weiß ich nicht, 6.000 oder 7.000 Blöcke entfernt. Ich könnte dich ja hinporten, deswegen. Ja. Nee, ich hör's auf. Ja, mal gut. Gucken, wie das war. Hast du alles wieder, Xperia, oder? Dann verabschiede ich mich. Wieder, danke. Bis zum nächsten Mal, eventuell. Jo, ciao. Tschüss. So, und ich werde jetzt hier mein Häuschen weiterbauen. Dieses Haus wird einfach jetzt nur so schnell gebaut, bis zum geht nicht mehr, weil ich habe noch eine ganz tolle andere Idee, die ich gerne umsetzen möchte, und dafür ist dieses Haus scheiße. Mir gefällt dieses Haus nicht, erst möchte ich nicht mehr. Und darum willst du nicht in meiner Nachbarschaft mehr bleiben? Doch, ich bleibe in der Nachbarschaft, nur dieses Haus, es gefällt mir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich alles abholzen und dann neu anfangen. Du kannst es auch einfach stehen lassen und neu anfangen. Eben. Interessiert ja, doch keinen. Ja, deswegen muss ich es ja zu Ende bauen. Also dafür brauche ich jetzt eben ganz schnell Holz. Ich kann auch gerne ein bisschen TNT hinbringen. Nee. Nee. Nein. Nee. Nee, nee, nee. Was hast du denn für eine andere gute Idee? Kein TNT. Geh ganz fix. Wer hat meine Goldblöcke geklaut? Nee, ich nicht. Ich brauch kein Gold. Ich kann nicht weitermachen, mein Gold ist weg. Das ist nicht schön. Klick, 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 klick. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Holz farmen und dann. Warte, habe ich das dabei? Nein, habe ich nicht. Sabotage und es steht kein Schild dran, das finde ich nicht gut. Es fehlen 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ungefähr 21, 22, 23 Stacks mit Goldblöcken. Das ist gemein. Ja. Da wurdest du getrollt, eventuell. Oder bestimmt. Ja, dann müsst ihr ein Schild. Ja, nee, ich glaube eher, dass das wieder mal ein Diebstahl war. Ein Diebstahl. Ja, das wäre nicht das erste Mal. Nett. Wir sind noch eine Gemeinde hier. Nein. Jedem das seine und mir das meiste. Ah. Oder es war, weil die Map wieder runtergegradet worden ist. Ja, aber meinst du? Nee. Nee, bei mir ist ja auch alles so gleich geblieben. Also da hat sich ja nichts verändert. Bei mir fehlt ja nichts. Dann finde ich es sehr arschig, muss ich sagen, weil es mir jetzt in meiner Aufnahme natürlich fehlt, weil ich habe extra hier mein ganzes Gold wieder hingeschafft. Ja, das ist echt gemein. Das ist nicht schön. Nee. Gucken wir mal bei Dings rüber. Ja, das finde ich jetzt unschön. Ah, hast du vielleicht eventuell Fleisch aufgesammelt, wo ich gestorben bin? Das hatte ich mir extra gerade eben von To-Do gemobst, aber das werde ich natürlich wiedergeben. Ich hab 5 Fleisch, ja. Ja, war meins. Ja, ich bring's hier runter. Ich kann eh jetzt hier oben nicht weiterbauen. So, ich bin schon wieder unten. Ich komm zu deinem Haus. Ja, mach das. So, Partyhaus, Ratamon da. Ich hab's dir nicht Kiste getan. Merci, ich danke dir. Ross, ich muss mal kurz deinen Villager missbrauchen. Was? Der hat auch Rechte. Benutzt ein Kondom. Eine Nahkampfsocke? Ja. Okay. Geht auch. Ja, das jetzt finde ich ein bisschen doof, ne? Jetzt habe ich kein Gold mehr zu bauen. Super. Das ist echt gemein, ja. Ich mal kurz zu meiner Monsterfarm rüber, zu meiner Goldfarm. Aber da dürfte jetzt nichts drin sein, weil ich habe die jetzt heute Mittag leer gemacht. Und wenn da keiner auf dem Server war, hier in der Nähe davon, dann braucht da ja nichts Neues. Ich habe zwar versucht, heute Mittag auf den Server zu kommen, aber es ging ja nicht. Da habe ich ja direkt in den Chat geschrieben.
Also es ist, ich habe halt Montag und Dienstag 8 Stunden lang auf der Arbeit da drin gestanden, damit er das, nämlich Gold hatte. Und dann haben wir das alles da zu Blöcken geformt, also erst zu Barren, dann zu Blöcken und dann herübergebracht. Und das jetzt einfach weg ist, dann ist das ein bisschen assi. Also wenn man jetzt da 1 oder 2 Sticks geklaut werden, okay, aber nicht. Ja, vor allem könnte man sowas. Eben schnell ein Schild hinterlassen, du pass auf, ich habe dir gerade mal ein bisschen Gold geliehen, kriegst von mir wieder. Ja, ein bisschen, wer braucht denn 23 Goldblöcke, also 23 Sticks Goldblöcke. Ja. Zum Bauen? Ja, 23 Stück, ja. Heftig. Ja, ist da noch irgendjemand, der gerade irgendwas mit Gold macht? Nee, eigentlich nicht. Bekanntlicherweise? Hat doch keinen Gold. Du baust nur was mit Gold, wenn du eine ordentliche Goldfarm hast, sonst kannst du es ja nicht machen. Ja, was sollen die ja mit so viel Stacks dann? Oder jetzt haben sie vor dir versteckt, um dich zu ärgern. Ja, es ist schön, aber dann sollten sie ein bisschen Trollschild dranhängen. Sonst ist es mich nur assi und nicht ärgern. Endlicherweise. So schnell kann es gehen, ne? So, mal eben 3 Zettel eingepackt. So, warte mal, MC-Server, Comfy, so. Vermisst 23 Stacks Goldblöcke. Wer hat sich die genommen? Fragezeichen. So. Du weißt doch, dass du darauf keine Antwort kriegen wirst. Das wollte ich auch gerade sagen, da wird sich bestimmt keiner melden. Ja, das gefällt mir voll nicht. Muss ich sonst, wenn sich keiner meldet, guckt halt in die Logfiles. Ich habe ja einen Annäherungssensor in meinem Schloss oben. Ja, das muss ja die letzten 2 Tage gewesen sein, oder? Das muss heute passiert sein. Ah, okay. Ich habe heute Mittag alles Gold drüber geschafft. Der Ifu Teufel. Regen. Es wird regnet. Nass. Es wird nass. Ah, Regen schon. Da gehe ich doch wieder ein. Strumpfig. Müssen wir alle ins Bett gehen. Ich habe kein Bett hier. Boah, ist das assi. Ärgert mich jetzt so ein bisschen ungemein, ne? Ein bisschen? Ich will es ankotzen. Du planst extra, damit du schön was aufnehmen kannst. Und ja, ja. Sowas. So, wo waren hier die nächsten Hotte Hüs? Sowas ist nicht nett. Nee. Ja, meine Zuschauer, ich werde das Goldschloss nächste Aufnahme-Session. Also, habt ihr mal eine Woche kein Goldschloss. Will ich das nächste Mal weiterbauen. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Ja, den Grund sehen sie ja. Ja, vor allem ist es doof, weil ich halt nur einmal in der Woche aufnehme. Das heißt dann also wirklich, dass ich 7 Folgen nicht weitermachen kann. Das ist schon ein bisschen. Naja. Ja, das ist nicht so toll. Dürfte jetzt auch nicht viel in meiner Goldfarm drin sein gerade. Ich guck mal nach. Nicht viel. Warum ist denn hier ein Diaschwert drin? Wer war denn in meiner Goldfarm und hat ein Diaschwert verloren? Vielleicht hat derjenige, der eine Goldblöcke hat. Ja. Vielleicht haben ihm die nicht gereicht, die Goldblöcke. Das darfst du Detektiv spielen. Naja, das ist ja der Raum, den normalerweise keiner kennt in meiner Goldfarm. Naja, für die Goldblöcke werde ich nachher einfach in die Serverlogs reingucken. Würde ich auch machen. Weil mir das sind nicht so viele da, das wird schon auffallen. Dann stellen wir ihn an die Wand und steinigen ihn. Aber bitte mit runden Steinen, nicht mit eckigen. Sowieso. Oh, Dado schreibt gerade. Na, aber erst. Oder beschwert er sich, dass irgendwas auch bei ihm fehlt? Im Gegenteil, wir haben ja neue Ressourcen ermöglicht heute, ne? Die Lava. Er schreibt nur, ich soll danach schauen, wie lange er online war, weil er wohl 3 Sekunden online war oder sowas. Okay. Das ist ja nichts, was ich jetzt hier habe. Ich kriege ja nicht mal als ein Stack zusammen an Goldblöcken. Na, das ist kacke. Ja, man muss halt hier wirklich ein paar Stunden rumstehen. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Stunden hier gestanden. Mhm. Ich habe halt alles rübergeräumt, das heißt, jetzt ist so gut wie gar nichts mehr hier drin. Oh, schon wieder 12 neue Nuggets. Ja, das war's, mehr habe ich nicht mehr hier. Nicht mal ein Stack.